Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung nach Berlin, was jetzt ja sogar CO2-mäßig ziemlich gut ist, wenn man einfach hier zuschalten kann. Also durchaus die Corona-Situation hat so ihre Vorzüge, sage ich jetzt mal, was mich da auch sehr freut, da das doch die wissenschaftliche Kooperation auch deutschlandweit, auch international doch viel leichter macht. Ja, da wir aber ja nur eine begrenzte Redezeit haben, möchte ich auch gleich jetzt thematisch einsteigen. Und ja, also kurz vorstellen, was Simon und ich hier heute vorhaben. Also wie schon gesagt, wir kommen vom Lehrstuhl für Digital Humanities der Universität Passau und bei uns laufen derzeit mehrere Projekte, die in einem größeren Kontext einer digitalen NS-Mikrogeschichte Bayerns stehen oder die man in diesem Kontext verstehen könnte. Und ich würde einmal behaupten, dass das auch einer der Forschungsschwerpunkte zukünftig des Lehrstuhls werden könnte. Dabei geht es uns vor allem auch darum, wie einzelne Lehrstühle mit ihren bekanntermaßen personell und finanziell doch eher begrenzten Möglichkeiten solche Schwerpunkte aufbauen können, was dafür nötig ist und wie man da vorgehen kann. Und das wollen wir eben exemplarisch an zwei Projekten einfach mal kurz umreißen und dabei sowohl auf den Gesamtkontext eingehen als auch auf die jeweiligen Digital Humanities Komponenten natürlich passend zu hier diesem Kolloquium. Also die beiden Projekte sind, das ist also zuerst einmal ich ein Projekt zu den Arbeitsbüchern der Waldwerke GmbH Passau präsentieren werde. Und hier ist generell zu sagen, dass der Automatisierungsgrad dieses Projektes, die Digitalisierung da eher gering ist und vor allem die Datenauswertung. Es steht viel händische Arbeit im Mittelpunkt und hier haben wir auch auf externe Zuarbeit dankenswerterweise zurückgreifen können. Dann folgt Simon Donik mit einem Projekt zu den Inventaren der Urteile des Sondergerichts München von 33 bis 45. Und dieses Projekt hat in seiner aktuellen Konzeption eine deutlich stärkere fachinformatische Komponente als das Projekt, das ich vorstellen werde. Also auch hier kontrastieren die und zeigen somit, dass sie auch jeweils auch so auch methodisch doch sehr unterschiedlich sind und dennoch Mosaiksteinchen zu dieser erwähnten Mikrogeschichte der NS-Zeit in Bayern liefern können. Zu den Arbeitsbüchern der Waldwerke GmbH Passau. Diese Stelle ist die, wo ich jetzt zuerst einmal dem Passauer Stadtarchivar, Herrn Richard Schaffner, danken muss. Herr Schaffner hat uns die hier vorgestellten Archivalien, die ein Zufallsfund also in seinem Archiv waren, zur Verfügung gestellt. Es handelt sich insgesamt um 203 Arbeitsbücher im Zusammenhang mit der Waldwerke Passau GmbH, die zwischen 35 und 45 ausgestellt wurden. Und die Waldwerke sind der Vorgängerbetrieb der Zahnradfabrik Passau, kurz ZF Passau. Und wie diese ein Zweigbetrieb der ZF Friedrichshafen AG. Damals wie heute eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Antriebs- und Fahrwerkstechnik. An der Stelle der Waldwerke steht heute Werk 1 der ZF Passau. Die Arbeitsbücher sind amtliche Dokumente, die von Arbeitsämtern ausgestellt und Arbeitgebern bei Einstellung verpflichtend vorzulegen waren. Es gibt verschiedene Auflagen der Arbeitsbücher. So wurde etwa nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht im Deutschen Reich entsprechend eine Eintragsmöglichkeit geschaffen. Nach Martin Bormanns Frakturverbot im Januar 1941 und dem Normalschrifterlass im September 1941 wurden dann auch neue Arbeitsbücher in Antiqua gedruckt. Bis dahin waren die eben alle in Faktur und viele Behörden gaben aber auch nach diesen Neuauflagen zuerst einmal die vorrätigen alten Arbeitsbücher heraus, sodass viele Arbeitsämter für die ganze Dauer des Zweiten Weltkrieges noch alte Arbeitsbücher, also in Faktur und oft ohne diesen Wehrdiensteintrag eben herausgaben. Die handschriftlichen Einträge erfolgten in den drei damals in Deutschland verbreiteten Handschriften, also der deutschen und der lateinischen Schreibschrift sowie in Sütterlin. Im Folgenden werde ich ein sogenanntes altes Arbeitsbuch, also in Fraktur, exemplarisch näher vorstellen. Es handelt sich um das genau, also hier wäre noch anzumerken, was die Gesamtsammlung betrifft, 203 Arbeitsbücher.
Wir wissen nicht, wie diese Sammlung zustande kam. Auffällig ist aber, dass die vorliegenden Arbeitsbücher der Waldwerke überraschend häufig Frauen gehörten. Etwa ein Viertel aller Inhaber sind weiblich, sowie die Unverheirateten, etwa zwei Drittel, auch deutlich überrepräsentiert sind. Dazu fällt auf, dass viele Arbeitsbücher nicht etwa Facharbeitskräften in den Waldwerken gehörten, sondern Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeitern oder zumindest für die jeweilige Tätigkeit nicht sonderlich qualifizierten Arbeitern. Oder aber der Kontrast dazu gleich der Betriebsführung. Und hier wäre das Arbeitsbuch von Eckhard Graf von Soden-Fraunhofen zu nennen, das Sie auf der Folie sehen, der Betriebsführer war. Ja, die Digitalisierung erfolgte in unserem Labor für Kulturgutdigitalisierung, der Lehrstuhl eigen ist, und wurde von studentischen Hilfskräften vorgenommen. Dazu wurde der weithin aus Bibliotheken bekannte BookEye 4 Buchscanner verwendet. Im Labor finden sich weiterhin ein Eigenbau-Buchscanner, eine Multispektralkamera, ein 3D-Scanner, dann eine Reprostation mit einer guten digitalen Spiegelreflex, dazu eben Profi-Beleuchtungsmaterial und auch sonstiges Equipment aus der Studiofotografie. Allgemein eine umfangreiche Fotografieausstattung, die also auch Fotogrammetrie ermöglicht. Und was etwas Besonderes ist, ein RTI-Dom, wo man und eben zudem im Bereich OCR haben wir entsprechend Rechner mit der Abby-Software. Ja, nach diesem kleinen Werbeblock wieder zum Inhaltlichen. Hier auf dieser Google Earth-Darstellung von Passau und Umgebung, also wenn Sie sich daran gewöhnt haben, dass also Google der Passauer Altstadt in seiner Geodatenbank das T nicht gönnt, also da steht nur Altstadt, Sie gelber Rahmen, also wenn Sie das ausblenden, dann sehen Sie da drei Pfeile und die markieren also das Werk 1 der ZF Passau. Dann das Stadtarchiv Passau, dann in der Nähe der Altstadt, also in der Altstadt eigentlich, und die Räumlichkeiten des Lehrstuhls für Digital Humanities der Universität Passau in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nur zur räumlichen Einordnung, also es ist eine sehr lokale Geschichte, über die ich hier spreche. Das Erkenntnisinteresse ist letztlich einerseits methodischer Erkenntnisgewinn. Also wir wollen durch die Verdatung und Normierung der Arbeitsbücher und die Anlage einer entsprechenden SQL-Datenbank natürlich so methodisch hier vorankommen. Und hier ist vor allem auch die Verknüpfung mit anderen Datenbeständen interessant. Und dann, wir sind Historiker, eben das geschichtswissenschaftliche Interesse. Wir hoffen auf neue Einblicke in die Unternehmensgeschichte der Waldwerke Passau GmbH und damit auch eben der ZF Passau. Dann natürlich öffnet das auch neue stadthistorische Perspektiven für Passau, da eben die Waldwerke bzw. die ZF auch der wichtigste Arbeitgeber der Region sind. Dazu Erkenntnisse zu den Arbeitswelten NS-Deutschlands, vor allem im Zweiten Weltkrieg, also Mobilität, Geschlechterunterschiede habe ich hier genannt, aber auch den Einsatz von Zwangs- und Fremdarbeitern. Also es gab beispielsweise ein Konzentrationslager, das Arbeitskräfte zu den Waldwerken abstellte. Und allgemein eben die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Produktion kriegswichtiger Industrien im Zweiten Weltkrieg, was natürlich auch eine große Relevanz auch aus militärhistorischer Perspektive hat, wo ich ja thematisch herkomme. Hier sehen Sie zwei Fotografien und zum einen wäre das eben also die Waldwerke im Bau 43, Blick zur Donau und dann, wie dieses Werk dann heute aussieht. Der Rüstungsbetrieb Waldwerke GmbH Passau also stand eben in Grubweg am Donauufer und es handelte sich dabei um ein Zweigwerk der erwähnten Zahnradfabrik Friedrichshafen. Am 13. Mai 1943 also wurde die ZF nach schweren Bombenangriffen auf die badischen Werke der ZF, also wurde das Zweigwerk in Passau gegründet. Und in den Waldwerken wurden vor allem Panzergetriebe gebaut. Eben also ganz klar kriegswichtige Produktion. Am 9. März, also vom 9. März bis zum 7. November 1944 bestand zur Erhöhung der Arbeitsleistung der Waldwerke zudem dieses genannte KZ-Außenlager Passau II, das zu Mauthausen gehörte. Und dort arbeiteten zeitweise mehrere hundert KZ-Häftlinge
eben für dieses Werk. Der Standort Passau wurde gewählt, weil Passau einerseits operativ weit entfernt von den alliierten Bomberstützpunkten war und taktisch eben lag die Fabrik an einem Osthang einer Donauwindung und war dadurch also vor Luftangriffen ziemlich gut geschützt, da eben die Bomber vorwiegend tendenziell von Westen anflogen. Und dadurch bestand der Maschinenpark den Zweiten Weltkrieg auch unbeschadet. Hier sehen Sie nochmal ein Schaubild zu den Bombenangriffen, weil hier sind die Radien eingezeichnet. Also Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg wurden üblicherweise von Bombern mit Jagdschutz, also mit Begleitjägern durchgeführt. Und während Bomber eine Einsatzreichweite von etwa 1600 Kilometern hatten, hatten Begleitjäger oft nur Reichweiten von also hier eben deutlich weniger, also gut 1000 Kilometer. Und die Waldwerke Passau waren daher bis Ende 1943 vor Bomberangriffen geschützt und auch nach der alliierten Invasion in Italien kein leichtes Ziel. Also leichte Ziele waren beispielsweise das Ruhrgebiet, war ein sehr leichtes Ziel und die Stadt Köln. Ja, zu einem konkreten Arbeitsbuch. Hier ist der Arbeitsbuchinhaber ein gewisser Rudolf K., also den Namen habe ich hier unkenntlich gemacht. Die Unterschrift der Inhaber war interessanterweise, ist oft besser lesbar als der amtliche Eintrag des Beamten des Arbeitsamtes, der ja auch handschriftlich erfolgte. Also manchmal kann man den Namen nur aufgrund der Unterschrift entziffern. In unserem Fall ist die ausstellende Behörde das Arbeitsamt Rastatt, Nebenstelle Ödigheim, also in Baden. Rudolf K. wurde am 17. Februar 1915 geboren. Geburtsort ist Ödigheim. Er ist Deutscher. Zum Ausstellungszeitpunkt war er ledig und hatte keine Kinder. Sein Wohnort war erst sein Geburtsort, also Ödigheim, ab dem 14.11.40 dann Gmünd mit verschiedenen Postanschriften. Danach ist kein Folgeeintrag mehr vorhanden. Bei Gmünd handelt es sich sicherlich um Schwäbisch Gmünd, denn dort arbeitete Rudolf K. Aber das geht aus der Quelle eben nicht eindeutig hervor. Rudolf K. hat mit einer Gesellenprüfung eine Lehre als Mechaniker abgeschlossen und eine Gewerbeschule besucht. Und sein Lehrbetrieb war die berühmte Rechenmaschinenfabrik in Rastatt, die Thaleswerke, der wichtigste Grund auch für mich, gerade dieses Arbeitsbuch auszuwählen. Die Abfrage nach besonderen Fertigkeiten nennt als Beispiel den Kfz-Führerschein und den Flugschein und über beide verfügte K. nicht. Rudolf K. wurde als gelernter Mechaniker der Berufsgruppe 5, Metallwerker und zugehörige Berufe zugeordnet. Das war eine Berufssystematik, die im Deutschen Reich üblich war. Innerhalb dieser Berufsgruppe gehörte er wiederum zur Berufsart U3. Hierunter sind alle möglichen Mechanikerberufe zusammengefasst und das reicht so weit, dass hier also der Automechaniker neben dem Büchsenmacher und dem Instrumentenbauer steht. Und hier besteht aber grundsätzlich noch Forschungsbedarf zur genauen Verwendung dieser Berufssystematik. Die Berufssystematik und die Berufsstatistik des Deutschen Reiches, darauf wird auch Simon noch mal kurz eingehen. Und das ist eine der beiden Klammern unserer beiden Projekte. Der Dienststempel an dieser Stelle ist in manchen Arbeitsbüchern übrigens der einzige nicht handschriftliche Eintrag. Also manchmal wird auch das Arbeitsamt tatsächlich handschriftlich eingetragen. Hier ist es ja auch gestempelt. Die Erwerbsbiografie der Arbeitsbuchinhaber kann anhand der Einträge idealerweise lückenlos nachvollzogen werden. Hier sieht man zum Beispiel eingetragen Rudolf K.'s Lehrlingszeit im Thaleswerk. Die habe ich hier mal hervorgehoben. Also er begann seine Lehre im Frühling 29 als 14-Jähriger. Und da sieht man dann also Beschäftigungsbeginn, Beschäftigungsende und auch Details zur Beschäftigung, wobei hier natürlich nur steht dann eben Mechaniker. Zu den Thaleswerken, wer sie nicht kennt, kleiner Exkurs für Rechenmaschineninteressierte. Also die Thaleswerke waren der vermutlich wichtigste Hersteller für mechanische Rechenmaschinen in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg bis in die 60er Jahre. Die Firma spielte auch international eine sehr große Rolle, verkaufte weltweit. Das Werbeplakat, was ich hier gefunden habe, ist leider nicht datiert. Ich würde aber auf die 50er Jahre schließen. Also leider nachdem Rudolf K. dort lernte und arbeitete. Und bei dieser abgebildeten Rechenmaschine, die könnte Rudolf K. gebaut haben,
handelt es sich um eine sogenannte Thales-Patentmodell Metz, genau Modellbezeichnung 37975. Und die wurde erstmals 1925 als Kleinrechenmaschine produziert. Und das Gerät beherrschte also alle vier Grundrechenarten. Es hat ein damals recht revolutionäres Einstellkontrollwerk, Zehnerübertragung im Umdrehungswerk. Also es war ein mechanisches Wunderwerk. Konnte automatisch, also konnte sie weiterrücken, die Stellen, oder auch von Hand gekurbelt werden. Und man konnte eben sechs Stellen eingeben. Das Resultatwerk umfasste zehn Stellen. Und genau das sind die Maschinen, wo vermutlich eben Rudolf K. dran gelernt hat. Ja, anhand dieser Arbeitsbücher lassen sich aber dadurch natürlich auch ganz individuell Arbeitsbiografien rekonstruieren. Ich habe eben die Lehre erwähnt, die Rudolf K. Bis Dezember, also Rudolf K. machte, und er arbeitete auch bis Dezember 38 als eben Mechaniker im Thaleswerk, als er dann vermutlich schon seine Gesellenprüfung abgelegt hatte. Ab April 44 arbeitete er dann als Dreher, Entschuldigung, genau, 1938, also arbeitete er noch einmal als Mechaniker im Thaleswerk, war hier ein neuer Eintrag. Und im April eben 40 wechselte er, einen Moment, ich habe jetzt hier gerade, genau, nee, also dann wechselte er zur ZF Friedrichshafen, Zweigwerk in Schwäbisch Gmünd, am 14.11.40. Und von dort, also Zweigwerk Schwäbisch Gmünd, wechselte er dann ein anderes Zweigwerk, eben der ZF Friedrichshafen, eben nach Passau in die Waldwerke. Und hier ist ja diese auffällige Lücke zwischen dem 3.12.38 und dem 14.11.40. Und hier ist anzunehmen, dass Rudolf K. in dieser Zeit eben Wehrdienst leisten musste. Er war im Dezember 38 23 Jahre alt, hatte seine Lehre beendet, und fast alle Männer dieser Kohorte wurden damals eben in die Wehrmacht eingezogen. Und ebenso erscheint es naheliegend, dass er aufgrund seines kriegswichtigen Berufs dann nach der Kapitulation Frankreichs dann auch wieder ins Zivilleben zurückkehren dürfte. Also als Dreher war er eben kriegswichtig. Das sind jedoch nur Spekulationen, die mit den Daten der deutschen Dienststelle WAST, die ja seit 2018 eine Abteilung also des Bundesarchivs ist, abgeglichen werden müssten. Aber das ist meine Spekulation, und ich denke, die ist auch einigermaßen haltbar hier, dass also hier ein 23-Jähriger eingezogen wurde. Hier nochmal eine geografische Darstellung. Also hier sehen Sie Rastatt, wo er quasi herkommt. Uetigheim ist 5 Kilometer entfernt. Und dann auch lernte und dann eben nach Schwäbisch Gmünd wechselte zur ZF Friedrichshafen und von dort eben nach Grubwijk, heute ein Teil von Passau. Und zur Orientierung sind auf der Karte auch noch Stuttgart und München eingezeichnet und zudem Friedrichshafen, der Hauptsitz eben der Zahnradfabrik, zu der dann eben die Werke in Schwäbisch Gmünd, aber eben auch in Passau gehörten. Wenn man dann einfach mal googelt, also sprich, wenn man mal Rudolf K., natürlich mit vollem Namen, in Google mal eingibt, dann findet man tatsächlich noch einige ganz spannende Sachen zu seinem Nachkriegslebenslauf. Also nur so viel: er baute bereits 1946 in seinem Heimatort Uetigheim wieder Leiterwagen, bald darauf Möbel. Er gestaltete selbst diverse Kleinmöbel wie Stühle, gründete gar ein Möbelunternehmen zur Herstellung und Vermarktung seiner eigenen Designs. Und dieses Unternehmen besteht eben noch heute und wird von seinem Enkel geführt. Und im Bereich Klein- und Büromöbel ist dieser Rudolf K. offensichtlich auch kein Unbekannter, aber das kann ich nicht mit Fachkenntnis beurteilen, das überlasse ich gerne anderen. Selbst Biografien, also geschichtswissenschaftlich kaum beachtete Personen, können sich also zumindest einfach mit den simpelsten Findmitteln im Internet, sage ich jetzt mal, einfach nachvollziehen und füllen lassen. Also stichprobenartig würde ich sagen, dass man vermutlich mindestens jede zehnte Person, die man in so einem Bestand findet, vermutlich irgendwie wiederfindet mit entsprechenden, also frei zugänglichen Mitteln, und da entsprechend auch dann eine Biografie daraus sich zusammenbasteln könnte, zumindest mit den Daten, die eben öffentlich zugänglich sind.
Zur Datenerfassung und Codierung. Eine von uns anfänglich präferierte automatisierte oder zumindest halbautomatisierte Erfassung und Codierung der Arbeitsbücher erwies sich schnell als nicht durchführbar, da die Arbeitsbücher einfach zu heterogen sind und oftmals ist eben auch die Handschrift einfach kaum lesbar oder zumindest so schwer lesbar, dass man das keiner OCR überlassen möchte. So blieb letztlich für uns nur die händische Erfassung der 203 Arbeitsbücher. Und dies wird momentan, ich sprach bereits von unserem Outsourcing, von einer Arbeitsgruppe des geschichtswissenschaftlichen Kollegs 8 der Studienstiftung des Deutschen Volkes durchgeführt, denen wir dafür auch sehr dankbar sind, dass sie sich daran beteiligen. Die Studienstiftler erstellen also gerade dann eine entsprechende SQL-Datenbank und erfassen dort die aus den Arbeitsbüchern extrahierten Daten und die bestehen aus vier Datentabellen, besteht diese Datenbank. Einmal eine Personentabelle, dann eine Betriebetabelle, eine Tabelle zu Arbeitsverhältnissen und eine Tabelle für Orte. Hier eine vereinfachte schematische Darstellung der Personentabelle. Vereinfacht deshalb, da es in der erstellten Datenbank mehr Spalten gibt, als hier eben dargestellt sind, um zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Entzifferung mancher handschriftlicher Einträge oder gar das Fehlen von Seiten in den Arbeitsbüchern abzubilden. Und die drei Einträge, die hier grün hervorgehoben sind, verweisen also letztlich auf Fremdkeys der Datentabelle Orte. Also hier wird auf Fremdkeys zugegriffen. Analog dazu eben die Schemata der Datentabellen, der anderen drei Datentabellen, die hier nötig sind. Und am Beispiel Ortsname möchte ich kurz nochmal erläutern, wo hier das Problem liegt. Also ein Ortsname kann zum Beispiel einfach undeutlich geschrieben sein. Kann natürlich auch fehlen, aber wenn er undeutlich geschrieben ist, dann ist es oft alles andere als eindeutig, auf was sich diese Bezeichnung bezieht. Und selbst wenn eine eindeutige Bezeichnung entzifferbar ist, heißt das noch nicht, dass es nur diesen Ort nur einmal gibt. Beispielsweise Mülheim oder es gibt es ja Dutzende Mal. Oftmals fehlt dann auch die Kreisangabe oder ist schwer lesbar. Das heißt, da muss man dann spekulieren. Das kann man dann anhand zum Beispiel der Arbeitsbiografie manchmal machen. Manchmal bleibt es aber auch im Dunkeln, auf welchen Ort sich diese Einträge beziehen. Und das wollen wir eben in entsprechend verschiedenen Spalten abbilden. Und wir denken da auch über die Erfassung von Gütekriterien nach, wobei das noch am Anfang steht. Zum Abschluss möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen, auf den aktuellen Stand und die Perspektiven hinweisen. Also die erwähnte Studienstiftungsgruppe, 18 Studentinnen und Studenten sind eben dabei, diese händische Erfassung der Arbeitsbücher vorzunehmen. Und dies sollte im März abgeschlossen sein. Danach können dann die ersten Auswertungen erfolgen. Es gibt auch schon eine Bachelorarbeit, die sich mit den Arbeitsbüchern befasst. Und eine History Harvest-Veranstaltung zum Thema Zwangs- und Fremdarbeit, die natürlich auch eng mit diesem Thema in Verbindung gestanden hätte und die ich vorbereitet hatte, war für das Sommersemester 2020 geplant, musste dann aber leider wegen Covid-19 abgesagt werden. Es wäre ja nicht sehr angebracht gewesen, Altersheime dann zum Beispiel aufzusuchen, um Leute entsprechend zu ihren Erinnerungen hier zu befragen. Für die Arbeitsbuchinhaberinnen und Inhaber wäre es naheliegend, ja, also wenn wir da weitere Datentabellen aus Drittbeständen erstellen würden. Naheliegend wäre hier etwa die Verwendung von Daten von Arbeitsämtern, auch der Krankenkassen und natürlich militärischer Dienststellen. Und hier verweise ich nochmal auf mein Rudolf-K.-Beispiel. Hier könnte einem zum Beispiel dann das Bundesarchiv Auskunft darüber geben, ob dieser Herr Dürr genau in diesen 2 Jahren tatsächlich beim Militär war. Grundsätzlich sind lokale und regionale Digitalisierungsprojekte sowie natürlich alle möglichen denkbaren Public History Projekte, also Sven Lindqvist, Grabe, wo du stehst, möchte ich hier mal zitieren, anschlussfähig. Und so können wir eben auch mit diesem Projekt dazu beitragen, das Mosaik einer digitalen Mikrogeschichte Bayerns eben weiter zu vervollständigen. Und mit diesem Schlusswort, ich hoffe, dass ich einigermaßen in der Zeit geblieben bin, übergebe ich dann an meinen Kollegen Simon, der dann mit den Inventaren der Urteile des Sondergerichts München 33 bis 45 weitermachen wird. Und ich bedanke mich jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
Jawohl, da sind wir. Ich wechsle zu einem komplett anderen, vielleicht doch nicht so komplett anderen Quellenbestand. Wenn wir jetzt sozusagen auf der alleruntersten Ebene des Alltags gewesen sind, schauen wir jetzt in Machtstrukturen des NS-Regimes, weniger vielleicht Machtstrukturen als eher Justiz- und Verfolgungsstrukturen ein Stück rein. Wir schauen ins Sondergericht München. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind Sondergerichte eine Form der Gerichtsbarkeit, die sich durch eine stark verkürzte Verfahrenspraxis auszeichnet und die eben zeitimmanent gültige Rechte des Angeklagten beschneidet, um eben einerseits diese Verkürzung des Verfahrens zu erzielen, aber die eben oft dann im Fall der NS-Justiz auch ganz stark politisch überformt ist. Diese Sondergerichte sind alles andere als, als eine Nebenerscheinung, sagen wir mal, oder eine reine Ausgeburt eines Verfolgungssystems. Also für Hamburg ist zum Beispiel bekannt, dass schließlich bis zu 70% aller allgemeinen Strafsachen vor so einem Sondergericht verhandelt worden sind. Und wir haben uns eben mit dem Bestand des Sondergerichts München befasst. Das umfasst die Bezirke Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und stellt einen eigentlich trotz einiger Bombenschäden relativ geschlossenen Bestand da, eine relativ geschlossene Überlieferung da. Wir können aber eben leider nicht sagen, in genau welchem Umfang die Überlieferung vollständig ist, weil die Register, die geführt worden sind, bis auf einige wenige zu Kriegsende angelegte Register vernichtet sind. Aber wir haben es mit etwas mehr als 10.000 aktenkundigen Fällen zu tun, die quasi vor diesem Gericht verhandelt worden sind. Ja, sie sind nach dem Krieg dann in der Justizverwaltung geblieben, zum Teil, weil weitere Verfahren angestrengt worden sind, weil man versucht hat, Wiederaufnahmen zu erreichen, eine Kassation der Urteile herbeizuführen, die zuvor gefällt worden sind. Und sie sind in der Justizverwaltung im Grunde geblieben bis ja, Ende der 60er Jahre. Und da ist es dann eben zu einer zeitlich relativ gestreckten Übernahmesituation in die Archivverwaltung Bayerns gekommen. Also die Hauptstadt, die Bayerns, das Hauptstaatsarchiv in München hat 1968 die ersten Bestände übernommen. Da ging es vor allem um eingestellte Verfahren und ab 73 dann nochmal so eine Tranche eingestellter Verfahren und schließlich die Hauptverfahrensakten. Und ab 1976 sind dann noch die Vorverfahrensregister abgegeben worden und schließlich eben das einzelne noch erhaltene Register zu den Hauptverfahren 1945 und einige Vollstreckungsregister. Und das Spannende an diesem Bestand ist nun, dass wir uns zunächst mal nicht mit dem Bestand per se beschäftigen, sondern dass wir uns mit einem Inventar beschäftigen, das in den 1970er Jahren erstellt worden ist und das quasi eine, sagen wir mal, Verarbeitungsform dieses Bestands auf einer höheren Ebene, also aus einer informationstheoretischen Sicht sozusagen darstellt. Erstellt worden ist es im Rahmen des Projekts Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933 bis 1945, das im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht durchgeführt worden ist. Wir haben herausgefunden, dass wohl der Vizepräsident des Bayerischen Senats, Ludwig Linsert, der selber ein Sozialdemokrat war und Gewerkschafter und der eben in die Gruppe derjenigen fällt, die selber Opfer von Verfolgungsmaßnahmen geworden ist, im Jahr 1970, 71 an den damaligen Kultusminister herangetreten ist und da eben einen Anstoß, eine Anregung dazu gegeben hat. Man möchte sozusagen Resistenz und Verfolgung in Bayern auch wissenschaftlich thematisieren. Und das Kultusministerium hat dann daraufhin eben die Generaldirektion der staatlichen Archive und das Institut für Zeitgeschichte beauftragt, eine Aufarbeitung des Justizsystems quasi durchzuführen. Und in diesem Zusammenhang ist zunächst mal eine Reihe von Projekten entstanden, die sich so von Anfang Mitte der 70er Jahre, so 73, bis in die 80er Jahre hineingezogen haben. Und in den Jahren 75 bis 77 sind eben 7 Bände publiziert worden, die eigentlich Inventare zu archivalischer Überlieferung darstellen und darunter eben auch dieser Band 3 Archivinventar des Sondergerichts München. Man muss dazu sagen, dass also quasi
dahinter stehende Idee ganz sicher sehr stark eben von Martin Possarts Idee einer Geschichte von unten inspiriert worden ist und eben der Frage, die Wirklichkeit alltäglichen Leidens und Zuwiderhandelns von Menschen in der Diktatur sichtbar zu machen. Ich kann Ihnen jetzt ganz kurz noch einen Überblick über diese 7 Bände geben. Sie sehen, das sind also quasi solche Siebtelbände, Halbbände kann man schlecht sagen, die alle in Typoskript vorliegen. Sie umfassen auf der einen Seite ein Registenwerk, was das Spannendste ist, weil es eben eine Form von strukturierter Information ist, die weit über das hinausgeht, was wir jetzt eben allein hätten leisten können, wenn wir uns einfach den Bestand selbst angeschaut hätten, weil da waren mehr als 5 Archivare über mehrere Jahre beschäftigt, die Registen zu all diesen hier verhandelten Fällen aufzuzeichnen. Und sie haben gleichzeitig eben auch noch ein Orts-, ein Berufs- und ein Sachregister dazu erstellt und quasi diese Informationen hier für uns schon mal grundlegend erschlossen. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum soll man sich mit den Inventaren beschäftigen, wenn ja eigentlich die Originalüberlieferung da ist. Ein Aspekt habe ich bereits angedeutet. Wir haben ja so ein bisschen als Klammer hier drüber gespannt, was kann ein einzelner Lehrstuhl eigentlich leisten? Und da ist die ganz pragmatische Feststellung, dass die Erfassung eines derartig großen Bestands, eine Vollerfassung oder auch nur eine Suche nach bestimmten Merkmalen eben fast schon bedeuten würde, dass man sowas wie ein großes Akademieprojekt oder so anstößt. Das ist nicht im Rahmen der normalen Arbeit zu bewältigen. Was wir dagegen stemmen können und wo wir, glaube ich, trotzdem auch noch neues Wissen auf diese Art und Weise generieren können, ist, wenn wir eben dieses Inventar zunächst digitalisieren, das ist die eine Idee, und sie danach eben in eine Datenbank überführen, die wir dann eben nach bestimmten Merkmalen im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen durchsuchen können. Ein weiteres Merkmal ist eben, dass die Überlieferung dadurch gekennzeichnet ist, dass ein starkes Nebeneinander von Maschinenschrift und Handschrift in der gesamten Überlieferung gibt, sodass es auch nicht sehr einfach wäre, eine Handwriting Recognition oder also HTR-Erfassung oder eine OCR-Erfassung parallel zu gestalten, sodass es also sehr viel stringenter und naheliegender ist, eine Erschließung durch ein OCR, der mit einem relativ vernünftigen Schriftbild ausgestatteten Registerbände zunächst mal vorzunehmen. Wir haben dabei 3 Dimensionen, die im Rahmen dieses Projekts im Vordergrund stehen. Wir haben auf der einen Seite so eine informatische Methodenperspektive. Das heißt, wir versuchen, einen wiederverwertbaren Digitalisierungsworkflow zu entwickeln, der eben alle Elemente von der Layouterkennung über OCR, eine Text-Mining-Komponente zur Extraktion von strukturierten Daten aus diesen OCR-Inhalten dann wiederum beinhaltet. Und wir haben zweitens natürlich historisch-methodische Fragen, also welche Art von Wissen sich aus einem so aufbereiteten Datenbestand dann überhaupt generieren lässt. Und natürlich auch im strengeren Sinne inhaltliche Frage, nämlich eben, welche neuen Einblicke wir gewinnen können in das NS-Justizsystem, indem wir das machen, was wir tun. Ich zeige Ihnen jetzt einmal ganz kurz eines dieser Register. Das sehen Sie hier auf der linken Seite und wir haben kleine Nummern hier eingefügt, die Ihnen sozusagen zeigen, was hier vor Ihnen liegt. Mit der Nummer 1 hier versehen haben wir natürlich eine fortlaufende Nummer, wie in jedem Inventar. Wir haben dann eine weitere Nummer, die im Grunde die Nummer des Akts im Originalbestand ist. Also das heißt, wenn Sie da jetzt STANW hinzufügen würden, dann hätten Sie gleich die Bestellsignatur im Archiv. Und wir haben dahinter dann eben eine Angabe der Berufstätigkeit und da schließt sich eine gewisse Klammer zu dem, was Heiko gesagt hat. Und da sehen Sie eben auch die Verarbeitungsform und zwar eben deswegen, weil als in den 70er Jahren diese Berufe erfasst worden sind, man sich entschieden hat, nicht einfach die Berufsbezeichnung abzuschreiben, die vielleicht auch in verschiedenen Formen innerhalb der Akte auftritt, sondern indem man sich auf eine Normierung quasi bezieht und eine dieser Berufsgruppen, die im Zuge der Reichsstatistik quasi festgelegt worden sind, hier mit
angibt. Dazu sage ich später noch mal ganz kurz mehr. Ja, wir haben von der standardisierten Erfassung gerade gesprochen. Dann kommen natürlich noch Vor- und Nachnamen der betreffenden Person, Geburtsdatum, es ist der letzte Aufenthaltsort hier. Hier sehen Sie etwas makaber. Nach einer Flucht aus dem KZ Dachau hat sich die hier betroffene Person eben zuletzt in Unterfahlheim in Schutzhaft befunden, wie es hier etwas euphemistisch heißt. Und wir sehen dann weiterhin hier mit Nummer 8 bezeichnet die, das Urteil und die Höhe der zu erkannten Strafe. Es findet sich außerdem in unregelmäßigen Abständen noch weitere Angaben hier drin. Das eine habe ich jetzt bereits schon erwähnt, Schutzhaft. Es finden sich weiterhin Altsignaturen, die wir im Moment noch nicht erfassen, aber auch so Details wie eben, ob ein verfolgungsbedingter Tod oder Freitod dieser Person vorliegt. Und wir sehen eine Laufzeit, die nach unserem Erachten, den ersten Überprüfungen, die wir tatsächlich innerhalb des Bestands selbst haben durchführen können, wahrscheinlich die Laufzeit des Verfahrens darstellt, weil die tatsächliche Laufzeit des Akts noch deutlich länger sein kann, dadurch, dass eben nach dem Krieg zum Beispiel Revisionen oder Kassationen dieses Urteils noch angestrengt worden sind und man dann einfach den jeweiligen weiteren Gang hier in diesen Akt mit eingeheftet hat. Das ist also quasi nur ein Ausschnitt, für den sich eben die Bearbeiter hier in den 70er Jahren nach einem relativ starren, vorgefertigten Muster entschieden haben. Dann gibt es eben noch, wie ich auch bereits erwähnt habe, Register, die diese Register sozusagen zusätzlich erschließen. Wir haben wieder dieselben Nummern angewandt. Sie sehen oben hier mit 7 dann eben einen Ausschnitt aus dem Sachregister, wo in diesem Fall ein bestimmter Tatbestand quasi erfasst wird oder ein Anklagegrund, Diebstahl in dem Fall, und hier unten taucht eben der mit 1 versehen der spezifische Fall wieder auf, den wir gerade hatten. Unten drunter haben wir dann eben ein Ortsregister, ganz analog dazu. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal diese semi-standardisierte, standardisierte Erfassung des Berufs der betreffenden Person. Jetzt zeige ich Ihnen ganz kurz, wie wir das in ein Schema übersetzt haben. Ich will Sie gar nicht mit dem Schema in seiner Gesamtheit langweilen. Ich will auf 2 Besonderheiten hinweisen. Nämlich einmal, dass wir versucht haben, anschlussfähig an die Zukunft zu sein. Das heißt, Sie haben gesehen, im Register ist eigentlich die einzige existierende Person, die überhaupt erfasst wird, die angeklagte Person selbst. Und wir haben uns jetzt entschieden, stattdessen eine Form der Rollenmodellierung zu wählen, indem wir eben diese Rolle angeklagte Person zu sein getrennt haben von den eigentlichen Daten des Menschen selbst. Das eröffnet die Möglichkeit, dass eben Personen in verschiedenen Rollen auftreten können. Es ist zum Beispiel denkbar, wenn Sie so eine Verfolgungssituation im spezifischen Milieu haben, dass eine Person in einem bestimmten Prozess als Zeuge in einem Aktengang auftreten würde und dann aber einige Zeit später selbst als angeklagte Person vor diesem Gericht steht. Das heißt, wenn wir in eine Situation kommen sollten, wo wir den Vollbestand dann irgendwann erschließen würden, wäre das sozusagen ein zukunftsoffener Weg, wie wir in dem Fall das Schema gestaltet haben, um da anschlussfähig zu bleiben. Was wir weiterhin gemacht haben, ist, dass wir auch in dem Fall ganz ähnlich wie eigentlich jetzt im Projekt mit den Arbeitsbüchern die jeweilige Lesung ein Stück weit fixieren und Anreicherungen davon separat erfassen werden. Also zum Beispiel eine Geoverdatung liegt natürlich nah hier in dem Fall. Die sehen Sie aber in dem Fall noch nicht in der Tabelle, sondern Sie sehen im Moment nur quasi bare bones das, was wir direkt aus dem Regest lesen, plus diese kleine Modifikation, die wir jetzt hier vorgenommen haben. Wie ich schon gesagt habe, es gibt einen OCR-Workflow, eine entsprechende Pipeline, mit der wir eben
vorging. Das heißt, wir digitalisieren die einzelne Seite mit etwa 50 Megapixeln, legen die zunächst einmal ab in einer flachen Form, in einem Filesystem, das heißt keine Datenbank oder sowas zugrunde gelegt, mit einem eigenen Metadatenschema, was eben diesen Dateinamen bezeichnet. Und anschließend verarbeiten wir diese Bilddigitalisate, das heißt, wir binarisieren sie, wir entzerren sie, wenn man also dieses Page-Deskewing, wir kroppen die Seite nochmal und das Ziel ist dann eben, ein möglichst verzerrungsfreies Digitalisat zu erhalten, über das wir anschließend die Layout-Erkennung, insbesondere die Zeilendetektion, hier laufen lassen. Anschließend nutzen wir die Open-Source-Software Calamari, um ein OCR durchzuführen. Das heißt, diejenigen, die sich in dem Bereich ein bisschen auskennen, das heißt, man kann eigene Modelle in einer Form von überwachtem Lernen trainieren. Und das ist so ein bisschen das, was Sie hier in der... Na, ich kann leider meine Maus nicht rüber bewegen. Was Sie dort sehen, wo Sie die gelbe Kommandozeile sehen, da haben wir quasi die Erzeugung der Crown Truth für diesen Klassifikator angesiedelt, wo man eben sieht, dass hier irgendwie Fröttmanning bei München gerade transkribiert worden ist und unten drunter Frohnau und wir auf diese Art und Weise eben eine Crown Truth erzeugen, mit der wir den Klassifikator auf das Schriftbild einstellen. Die Idee, und das ist jetzt im Moment der Punkt, an dem wir gerade sind, ist, nachdem quasi nachdem wir ein erfolgreiches OCR vorliegen haben, müssen wir eine Art Layout-Rekonstruktion machen und müssen sagen, wie sieht eigentlich dieses Regest aus? Und erst dann können wir die einzelnen Teile des Regests slicen und strukturiert ablegen. Das heißt, erst dann wissen wir, aha, hier kommt also jetzt dann entweder regelbasiert oder in einem offenen Extraktionsverfahren. Hier kommt jetzt zum Beispiel der Eigenname oder mehrere Eigennamen. Hier kommt normalerweise die Berufsgruppe hin und ähnliches mehr und können das dann eben in die entsprechenden Felder unserer Datenbank überführen. Wie ich jetzt bereits angedeutet habe, ich habe an mehreren Stellen jetzt bereits von Berufen und Berufsgruppen gesprochen, ist es tatsächlich so, dass bei der Erstellung dieses Archivinventars zurückgegriffen worden ist eben auf eine Berufszählung des Deutschen Reichs aus dem Jahr 1933, die im Grunde eine Form der Systematik darstellt, wie Berufe erfasst werden können. Und sozusagen ein Spin-off dieses Projekts Digitalisierung des Inventars war für uns dann eben eine Ontologie jetzt erst einmal Stadium anzugehen, in der wir in Aul genau diese Systematik versuchen zu repräsentieren und damit eben eine externe Ressource zu schaffen, die uns dann ein zusätzliches Reasoning erlaubt, indem wir eben sagen können, nicht nur gib mir alle Feinmechaniker, sondern die Schlussfolgerung ziehen können, Feinmechaniker sind Arbeiter, gib mir doch mal alle Arbeiter, die in der Datenbank erfasst sind. Dafür brauchen wir eine Repräsentation höherer Ordnung und die könnte eben zum Beispiel durch eine entsprechende Ontologie geleistet werden. Und hier sehen Sie auf der linken Seite so einen eher taxonomischen Ausschnitt aus dieser Ontologie, wo wir eben auf der einen Seite den Beruf haben, den Träger dann als Berufsgruppe und unterhalb dann die einzelnen Berufsbezeichnungen. Die Chancen, die sowas bietet, denke ich, liegen relativ auf der Hand, weil man dann eben auch gleichzeitig etwas hat, was ein kontrolliertes Vokabular ist, was später für, sagen wir mal, automatisierte Erfassung von Berufen in einem größeren Textbestand oder ähnliches sehr gut geeignet ist. Und diese Systematik bietet eben noch den zweiten Vorzug, dass sie eben auch Verknüpfungen, also Relationen herstellt. Das heißt, wir haben es nicht nur mit einem flachen, rein taxonomischen Baum zu tun, sondern wir haben zum Beispiel auch eine Zugeordnung von Berufsgruppen zu bestimmten Wirtschaftszweigen, sodass man auch hier wieder eine Form von Reasoning anschließen könnte. Es stellt sich die Frage, was könnte man machen, wenn man die Daten in der Form erst einmal in eine strukturierte Datenbank überführt hat?
Ich denke, es gibt einmal sozusagen aus der Sicht einer, wie Malte Rehbein immer gerne sagt, Historical Data Science, eine Möglichkeit, eine datenzentrierte Frageperspektive an diesen Datenbestand zu stellen. Das heißt zum Beispiel, gibt es irgendwie erkennbare Cluster, die hinter diesen Anklageerhebungen sichtbar werden? Gibt es bestimmte soziale Gruppen? Gibt es Milieus? Gibt es Alterskohorten, die in besonderer Weise hier unter den angeklagten Personen aufscheinen? Verändert sich vielleicht irgendwie die Schwere der Delikte in Relation zu den ausgesprochenen Strafen im Laufe der Zeit? Gibt es andere soziale Merkmale der Angeklagten, die sich irgendwie mit der Schwere des Urteils korrelieren lassen? Es sind auch die Freisprüche drunter. Das heißt, man könnte ganz konkret schauen, also zum Beispiel mal die Hypothese aufstellen, dass Personen, die einen höheren Bildungsgrad haben und die wohl situiert sind, vielleicht besser der Justiz entkommen können als Personen, die das nicht sind, und diese Hypothese dann eben überprüfen. Lassen Sie Spuren der Ereignisgeschichte irgendwie innerhalb dieser Urteile nachweisen. Das heißt, gibt es zum Beispiel sowas wie eine wachsende Nervosität nach Schlüsselereignissen wie Stalingrad, ab der dann die Härte der Urteile sehr stark zunimmt. Alles wäre theoretisch möglich, wenn man die Datenbank hat. Kommt zusätzlich noch eine Volldigitalisierung des Bestands hinzu, könnte man natürlich über die Erhebung von weiteren Merkmalen nachdenken. Das heißt, in dem Moment könnte man auch sagen, wir erfassen die Richter, wir erfassen die Staatsanwälte, wir erfassen eventuell in den Akten genannte Zeugen. Dann lassen sich natürlich noch mal ganz neue Fragen stellen. Eben zum Beispiel, gibt es bestimmte Personen im Justizpersonal, die zusammenkommen und dann eben besonders schwere Strafen für die Verurteilten zur Folge haben. Es liegt nahe, dass man dann natürlich die Linked Data Perspektive fragen kann. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass sowohl die Person Josef Kardinal Faulhaber als auch die Schriften Faulhabers in diesen Akten mehrfach auftauchen. Und man könnte dann zum Beispiel eben schauen, ob sich nicht über eben Linked Data mit bereits bestehenden Projekten hier weitere Forschungsperspektiven eröffnen. Und schließlich gibt es noch übergreifende Frageperspektiven. Also welche Bezüge hat diese Art von Sondergerichtsbarkeit eigentlich zu anderen Formen der Sonder- und Standgerichtsbarkeit? In Bayern gab es ja von 1918 bis 1924 die sogenannten Volksgerichte. Und aufgrund eines Beschlusses von Brüning gab es ja 1932 schon einmal eingerichtete Sondergerichte noch unter Weimarer Vorzeichen. Eine weitere Perspektive wäre dann die Frage nach Kontinuitäten im bayerischen Justizapparat in die Zeit nach 1945 oder eben noch völlig unerforscht die Frage der Aufarbeitung dieser Kassation oder Nicht-Kassation von Urteilen nach 1945. Denn genau an dem Punkt endet auch dieses Register. Ja. Das bringt mich im Grunde zu einer Zusammenfassung unserer beider Projekte. Wir hoffen, dass wir mit unserem Vortrag heute ein Stück weit eine Illustration gegeben haben, wie wir uns vorstellen, dass man eine NS-Mikrogeschichte Bayerns schreiben kann aus der Tätigkeit eines einzelnen Lehrstuhls heraus, ohne die ganz großen Projekte sozusagen anzustoßen, sondern wie eben diese einzelnen Projekte jeweils ihre Mosaiksteine zu so einer Mikrogeschichte liefern können. Wir haben Ihnen eben einmal die Digitalisierung dieser 203 Arbeitsbücher der Waldwerke Bayern, der Waldwerke GmbH Passau gezeigt, die eben eine ganz starke auch didaktische Komponente hat, weil es eben darum geht, Methoden der Digital History mit den Studierenden zu erproben, ihnen die Chance zu eröffnen, eben dieses Datenbankschema zu entwerfen und ähnliche Dinge mehr. Und wir haben die Digitalisierung des Inventars der Urteile des Sondergerichts München, die jetzt eher noch schon eine stärkere, ja, High Courts fachinformatische Perspektive aufweisen, genannt, bei der es eben darum geht, automatisiert oder semiautomatisch Informationen zu extrahieren und abzulegen und parallel dazu eben standardisierte Repräsentationsformen, also formale Repräsentationsformen von Informationen hinzuzuziehen, um die zu vernetzen. Und
beide Projekte, denke ich, bieten wunderbare Möglichkeiten, um sie mit weiteren Datenbeständen zu verknüpfen. Und sie stellen eben zum Teil auch erste Instrumente dafür bereit. Und ich denke, dass wir damit sehr schön eine Form der Verzahnung von Forschung und Lehre gezeigt haben, wie praxisnahe Bezüge bietet, eben in die Methodenausbildung rein, als Gegenstand von Lehrveranstaltungen und eben bis hin zu spannenden Abschlussarbeiten, die mit derartigen Datenbeständen dann beschrieben werden können. Vielen Dank.